Ein Rucksack voller Hoffnung haben wir heute dabei. Was Gott uns mitgegeben hat für unseren Weg durch unser Leben, darüber wollen wir heute im Wohnzimmer Gottesdienst nachdenken. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ganz besonders herzlich willkommen auch an alle neuen Abonnenten. Wir haben richtig viele neue Abonnenten. Schön, dass du dabei bist. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gerne jetzt, dann verpasst du nichts. Wir schnallen uns heute die Hoffnung auf den Rücken. Hoffnung brauchen wir für unseren Weg durch diese Welt. Ja, und also ich finde, gerade ist so eine Situation, für mich jedenfalls, wo ich Hoffnung brauche. Mhm. Ja, wenn ich um mich rumgucke in diese Welt, da sind da viele Themen, die mich denken lassen, es geht doch alles den Bach runter. Ja. Und deswegen brauche ich das umso mehr. Auf jeden Fall. Ich möchte hoffen und ich möchte mit Hoffnung auch in die Zukunft gehen. Und Daniel hat Gedanken dazu mitgebracht und die brauche ich heute und da freue ich mich drauf. Ja. Lass uns diesen Gottesdienst genau in dieser Erwartungshaltung feiern, dass er eine Quelle sein kann der Hoffnung. Lass uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Du machst alles neu, 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 du
Christen sind Hoffnungsmenschen. Jedenfalls sollten sie das sein und sie haben allerbesten Grund dazu. Ja, meine Aufgabe heute ist, so, ich sag mal, so einfach wie möglich das auf den Punkt zu bringen, was wir eigentlich hoffen und warum. Ja, und was mir sehr dabei hilft, das Ganze sozusagen auch im gewissen Rahmen zu belassen, ist dieses wunderbare Bild. Das ist nicht unser Sohn, aber dieses Kind ist im Alter unseres Sohnes. Ich mag das Bild sehr, weil dieser Junge einen Rucksack aufhat und weil er unterwegs ist. Und weil es mich dieses Bild daran erinnert, wie Gott uns ansieht. Du bist sehr wahrscheinlich ein erwachsener Mensch, der in seinem Leben auch schon ein bisschen was auf die Reihe bekommen hat. Und es gibt Dinge, auf die bist du vielleicht auch berechtigterweise stolz und die hast du vorzuweisen. Aber wenn unser Herr dich anblickt, dann sieht er ein Kind. Er sieht jemanden, den er so liebt, wie wir Kinder lieben. So, und ich mag das Bild mit dem Rucksack, weil wir unserem Kind, unserem Sohn auch morgens, wenn er zum Kindergarten geht, immer einen Rucksack aufsetzen. Und da tun wir gute Dinge rein. Da kommt eine Brotdose rein, damit er ein Picknick machen kann. Da kommt manchmal noch ein Spielzeug dazu. Da kommt das rein, was er braucht für den Tag. Und so ist es ja mit uns und Gott auch. Gott schickt uns nicht einfach so in die Welt. Gott schickt uns mit einem Rucksack voll Hoffnung in die Welt. Und ich möchte mit dir gemeinsam nachdenken, was da drin ist. Was ist in diesem Rucksack? Das ist die Frage, die uns bewegt. Und das was mir hilft dabei, das jetzt auf den Punkt zu bringen, ist dieser ganz besondere Text. Jesus redet darüber, wer Gott ist und wer wir sind. Und es gibt so einen Moment im Lukas-Evangelium, da kommt es mir so vor, wie Jesus sagt, jetzt mal alle richtig gut zuhören, ich erzähle euch eine Geschichte. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Das heißt, die Dinge, die dort passieren, da geht es nicht darum, ob und wann die wirklich passiert sind, sondern es geht darum, dass Jesus selbst uns erklärt, wie das ist mit Gott und uns und eben auch diesem Rucksack. Ja, erstmal kommt da ganz, ganz viel Wahrheit. Ganz, ganz viel Wahrheit. Über uns und über Gott. Also, es geht los. Ein Vater hatte zwei Söhne. Vielleicht schon mal gehört. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von beiden, der machte sich auf in ein fernes Land. Er sagte zum Vater sinngemäß, Vater, ich will verreisen, ich will nicht mehr mit euch leben auf dem Hof, aber ich hab's auch nicht so mit Arbeiten. Deswegen bitte ich dich, dass du mir jetzt schon mal das Erbe gibst. Ich möchte eigentlich, dass wir in der Familie ab jetzt so leben, als wärst du schon tot. Und der Vater macht das auch noch. Er verkauft die Hälfte des Besitzes und gibt dem jüngeren Kind dieses Vermögen und damit haut er ab. So, und er ist unterwegs, er ist entfernt. Und das ist schon das Erste, was auch in diesem Rucksack ist. Und zwar einfach die Wahrheit über dich und über mich und über jeden unserer Mitmenschen. Wir stammen von Gott ab und wir wurden von Gott auch gesegnet. Jeder Mensch, der lebt und der irgendetwas hat, ist von Gott gesegnet. Aber wenn wir nicht in Beziehung leben zu ihm, wenn wir so leben, als würde es ihn gar nicht geben, ausgesprochen oder unausgesprochen, dann sind wir nicht dort, wo wir hingehören. Dann sind wir verloren. Ja, das ist das Erste, was in diesem Rucksack ist, eine Wahrheit über uns. Ohne unseren Gott sind wir verloren, leben wir nicht so, wie das gedacht ist. Und das ist nicht gut für uns. Das Leben dieses Jüngeren in der Ferne entwickelt sich dann auch nicht ideal. Ja, Jesus erzählt, er hat eine kurze gute Zeit mit Prassen, ja, gibt das ganze Geld aus. Dann kommt eine Hungersnot über das Land und dieser junge Mann hat irgendwie nichts mehr. Er hat alles verprasst, er hat auch nicht in tragfähige Beziehungen investiert oder in ein irgendwie sinnvolles Geschäftsmodell oder so. Er sitzt jetzt bei den Schweinen und hat gar nichts. Ja, er sitzt im Dreck, es ist Hungersnot, er beneidet die Schweine, weil die sich satt essen können. So geht die Geschichte weiter, aber so gehört sie zum Glück noch nicht auf. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass sie scheitern und dass sie dieses Scheitern auch brauchen, um Gott kennenzulernen. Und dieser junge Mann, der verlorene Sohn, er scheitert ja an seiner eigenen Sünde. Er hat alles Geld verprasst, er hat sich einfach dämlich verhalten. Das kann man diskutieren, ob das Sünde ist, aber ist wurscht. Ja, er scheitert an dem, was er verbockt hat. Und er scheitert natürlich auch an der Gefallenheit der Welt. Für die Hungersnot kann er gar nichts. Aber auch an dieser Kombination, das hat er verbockt und das ist jetzt blöd gelaufen, an dieser Kombination scheitert er. Und er sitzt bei den Schweinen. Und in dieser Situation ich kann nicht mehr weiter hier, ja, beginnt er zu denken und verändert sich auch etwas in seinem Herz. Und das ist etwas, was viele Menschen erleben. Viele Menschen erleben, dass sie zu Gott finden in Zeiten, in denen es ihnen gar nicht gut geht. In Zeiten, in denen sie gescheitert sind. Ich erinnere mich gerne an einen, ich finde, ziemlich tollen Gottesdienst, den wir hier in Witten gefeiert haben, im Himmelwärtsgottesdienst mit Thomas Mittelhoff. Er ist eingeladen worden, er hat uns erzählt von seiner Zeit, wo er sehr erfolgreich war als Manager. Er hat uns erzählt, wie er ins Gefängnis musste und hat erzählt, wie er dann im Gefängnis Gott kennengelernt hat. Das war toll. Also,
Meine Geschichte ist viel weniger spektakulär, aber für mich ist es auch die Zeit, wenn ich mich daran erinnere, ich war ein pubertierender Junge, das war keine Zeit, in der es mir total gut ging. Sondern irgendwie alle Freunde, die ich hatte, so unser gemeinsames Thema war, dass wir andere ärgern, ja, oder dass wir uns gegenseitig ärgern. Da war in meinem Leben viel Einsamkeit. So, und dann habe ich Konfirmandunterricht erlebt und da ist das Evangelium irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen bei mir. Und bei dir ist das mit guter Wahrscheinlichkeit anders. Ja, ich treffe viele Menschen in der Gemeinde, die haben kein Bekehrungserlebnis in dem Sinne. Die sind christlich aufgewachsen. Und das ist ein Privileg. Natürlich ist es ein Privileg, aber das Einzige, worum ich diese Menschen nicht beneide, ist sozusagen die Erfahrung. Die Erfahrung und die Klarheit darüber, dass viele Menschen das brauchen. Dass sie diese Erfahrung brauchen, im Schlamm zu sitzen und im Dreck und bei den Schweinen und gerade jetzt zu merken, dass es Gott doch gibt und dass es wirklich Sinn macht, zu ihm umzukehren. Warum ist das so? Weil Jesus Antworten für uns hat. Weil Jesus Hoffnung für uns hat. Gerade wenn wir im Schlamm sitzen. So, und das Erste, was wir von Jesus bekommen, das Erste, was in diesem Rucksack drin ist, ist einfach die Wahrheit, dass er uns reinigt. Dass er uns reinigt von Ungerechtigkeit und Sünde. Und das ist etwas, wenn die meisten Menschen, die das erste Mal hören, sagen, das brauche ich nicht. Ich bin ja nicht irgendwie so schlecht wie andere. Ja, die Wahrheit ist aber, in der Nähe Gottes halten wir es anders gar nicht aus. Wir können es in der Nähe Gottes nur deshalb aushalten, weil Jesus uns reinigt. Weil er seine Heiligkeit mit unserer Sünde tauscht, so fromm gesprochen. Wir brauchen das unbedingt, sonst ist es in der Nähe Gottes unaushaltbar für uns. Und das ist uns in unserem Rucksack gegeben als Hoffnungspaket. Jesus reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. So. Und er ist dabei überhaupt nicht zimperlich. Neben ihm hängt ein Verbrecher am Kreuz. Ja, und er bekehrt sich in den letzten Stunden seines Lebens. Und er hängt dort zur damaligen Zeit, wahrscheinlich zur damaligen Zeit aus gutem Grund. Es wird nicht in Frage gestellt von Lukas, dass der wirklich ein Verbrecher ist. Aber Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Himmel, also noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Also, wenn du dich das fragst, ob Jesus am jüngsten Tag für dich einsteht, ja, und dafür sorgt, dass du Zugang hast zu Gottes Reich, dann ist die Wahrheit ist, dass er das schon getan hat. Und es ist in deinem Rucksack. Ja, nicht als etwas, das du dir noch erarbeiten musst, sondern als etwas, das Jesus schon für dich getan hat. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das ist da drin. So, und es geht natürlich noch weiter. Jesus weiß, wie es dir geht, gerade bei den Schweinen. Dieser Weg zum Kreuz, den er gegangen ist, ist ein Weg hindurch durch ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ganz, ganz viele Stationen, an denen er innehält und erlebt, was Menschen in dieser Welt erleben, gerade in schweren Zeiten. Also im Grunde gerade in Zeiten, in denen sie ganz besonders Hoffnung brauchen. Er wird verraten von Judas. Also er erlebt, dass ein guter Freund kein guter Freund ist, sondern der kriegt Geld dafür und dafür gibt er Jesus einfach, ja, also verrät er, wo er ist. Vielleicht hast du das in anderer Weise auch erlebt, dass du dachtest, das ist eine Person, auf die kann ich mich verlassen und sie hat dich betrogen. Sie hat dich hintergangen. Dann hast du in Jesus einen Gott, der wirklich weiß, wie es dir geht. Und der da nicht nur Mitleid hat, sondern echtes Mitgefühl. Weil er weiß, wie sich das anfühlt. Jesus erlebt im Garten Gethsemane. Seine besten Freunde sollen mit ihm jetzt noch ein bisschen beten. Ja, eine Nacht durchbeten. Weil er weiß, morgen wird mein Leben in Freiheit enden und was dann kommt, davor hat jeder Mensch Angst. Und die schaffen das nicht. Und ich habe mich das oft gefragt, warum schaffen die das nicht? Es kann nicht so schwer sein, eine Nacht wach zu bleiben, wenn ich weiß, morgen wird mein bester Freund verhaftet. Ich glaube, dass sie das nicht schaffen, weil Jesus auch durch diese Einsamkeit hindurch musste. Durch diese Einsamkeit, die viele, viele, viele Menschen erleben. Dass dann, wenn man sein engstes Umfeld besonders bräuchte, dass es dann versagt. Dass das Leid dann irgendwie zu schwer ist, um es mit auszuhalten, warum auch immer. Jesus weiß, was Einsamkeit ist. Jesus weiß, was es bedeutet, enttäuscht zu werden in einer Stunde, in der man das wirklich nicht brauchen kann. Jesus hat es erlebt. Jesus hat erlebt, wie er verhaftet und geschlagen wurde. Jesus hat erlebt, dass Menschen ihm wirklich Gewalt angetan haben. Und das erleben viele von uns irgendwie im Laufe ihres Lebens ja leider auch. Dass ihre Grenzen missachtet werden, dass Menschen sie niederreißen und ihnen Gewalt antun. Unser Gott weiß, wie das ist, weiß, wie sich das anfühlt. Jesus hängt am Kreuz und atmet sein Leben aus. Unser Gott weiß, wie es ist, zu sterben. Er hat es erlebt. Und er hat auch diese unheimliche Dunkelheit erlebt, die damit einhergeht oft. Ja, mit tiefem, tiefem Leid. Matthäus und Markus berichten, dass er am Kreuz hängt. Und das Letzte, was er sagt, ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Gott weiß,
wie sich Gottverlassenheit anfühlt. Diese Wege ist er gegangen, ja, und das hat ja mehrere Gründe. Wir haben natürlich diese am Kreuz, dass Jesus die Sünde von uns nimmt und unsere Sünde ans Kreuz trägt, damit wir davon frei sind. Wir haben aber den Weg davor auch, den geht er ja auch für uns, um mit uns durch das Tal der Tränen zu gehen. Sehr viele Menschen erleben ganz besondere Gottesbegegnungen, gerade dann, wenn sie im Schlamm sitzen, bei den Schweinen, verschuldet, unverschuldet, völlig egal. Im Leben läuft es gerade richtig mies. Dann ist unser Gott ein Gott, der weiß, wie es dir geht. Jesus geht mit dir durchs Tal deiner Tränen. Das ist in dem Rucksack. Und es geht noch weiter. Es ist noch einiges mehr, ja? Kommen wir zurück zu der Geschichte, die Jesus erzählt. Der junge Mann sitzt dort, es geht einfach nicht weiter. Was macht er? Er erinnert sich daran, ich hatte doch mal ein Zuhause beim Vater. Und aus purem Überlebenswillen steht er auf und geht nach Hause. Und jetzt kommt Gott, ja? Der Vater in dieser Geschichte. Wie reagiert er auf einen Sohn, der davongelaufen ist, alles ausgegeben hat, was er geschenkt gekriegt hat, und jetzt kommt er angeschissen, weil er nichts mehr hat. So. Jesus lässt den Vater Folgendes tun. Erstmal der Jüngere. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Gott ist unglaublich großzügig. Gottes Herz ist größer, weiter, stärker und liebevoller als alles, was du erlebt hast und alles, was du selbst fühlen kannst. Gott ist so wie der Vater hier in der Geschichte, so wie Jesus ihn zeichnet. So ist Gott. Also was ist in dem Rucksack? Ja? Ja, in dem Rucksack ist er reinigt dich von aller Missetat. Er vergibt dir deine Sünde. Er geht mit dir durchs Tal der Tränen. Und im Rucksack ist noch mehr. In dem Rucksack ist auch eine Wahrheit darüber, dass du ein Zuhause bei Gott hast. Ja, Jesus sprach hier von dem sauberen Gewand. Das ist das mit der Vergebung. Jesus und wir tauschen. So, seine Heiligkeit gegen unsere Ungerechtigkeit. Das ist das saubere Gewand. Und der Ring, den der Jüngere jetzt kriegt, den er zu Hause kommt. Der Ring gehört ja, der steht für Zugehörigkeit zur Familie. Das ist ein Siegelring. Ja, das bedeutet, dass in dem Rucksack, du hast ein Zuhause bei Gott. So, und das heißt nicht, dass du irgendwo in der Ecke leben darfst als Schmuddelkind, ja, als zu spät kommen und jetzt irgendwie auch noch Reinrutscher. Sondern der Ring steht ja dafür, dass es im Zentrum ist. Als Kind Gottes. Nicht als Knecht, Diener, Geduldeter, irgendwas. Kind. Im Zentrum des Hauses Gottes ist ein Platz für dich. So. Du hast ein Zuhause. Das ist in dem Rucksack. Und es geht noch weiter. Dieses Zuhause wirst du nicht verlieren. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Zuhause wird diese Welt überdauern. Dieses Zuhause werden wir in noch ganz praktischerer Weise betreten, wenn unser Leben hier vorbei ist. Jesus hat es im Johannesevangelium mal so ausgedrückt. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Verstehst du, Jesus hat etwas vorbereitet, eine himmlische Wohnung für uns. Wir haben ein Zuhause bei Gott. So, und dieses Zuhause werden wir in der Ewigkeit bewohnen. Diese Hoffnung haben wir. Und zwar nicht, weil wir uns das ausdenken, weil es irgendwie schön wäre, sondern weil das so in der Bibel steht. 1:1. Jesus hat es gesagt. Mehrfach. So. Und unsere Hoffnung geht noch weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Rucksack. Ja? Jesus, wir haben auch eine, Jesus gibt uns auch begründete Hoffnung für diese ganze Welt. Ja? Und zwar hat das, der Evangelist Johannes hat es, als er ein alter Mann war, hat er das gesehen. Gott hat ihn das sehen lassen, was kommen wird. Am jüngsten Tag, wohin es führen wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab und für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sie für ihren Mann geschmückt hat.
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das Letzte, was in diesem Rucksack ist, ist die Wahrheit: Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Die Ewigkeit wird anders sein als das, was wir hier erleben. Und es ist so, wie Matthias das öfter sagt, ja, am Ende wird, also wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Genauso ist es. Am Ende wird es gut sein. Was ist es, was wir dabei haben? Weshalb haben wir besten Grund dazu, Hoffnungsmenschen zu sein? Ich finde, es geht los mit diesem Bild. Denn genau so, wie wir dieses Bild sehen, wie dieses Kind ansehen, ja, jedenfalls die allermeisten von uns, so sieht Gott uns an. Das ist ein liebevoller, ein wohlwollender, ein Blick von: Ich will dich behüten, weil ich dich lieb habe. Und er sendet uns ausgestattet in diese Welt. Wir sind ausgestattet mit einem Rucksack. Ein Rucksack randvoll mit Hoffnung. Mit gut begründeter, vernünftiger Hoffnung. Was ist in dem Rucksack? Jesus vergibt dir und er reinigt dich. Jesus geht mit dir durch das Tal deiner Tränen. Du hast ein Zuhause bei Gott. Und am Ende wird alles gut. Amen. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Nichts ist für deinen Gott zu groß.
Was haben wir also drin in unserem Rucksack als Christinnen und Christen? Jesus reinigt uns und vergibt uns. Das war das Erste. Mhm. Das Zweite, Jesus geht mit uns durch das Tal der Tränen. Und das Dritte, am Ende wird alles gut. Ich finde es irgendwie ein schönes Bild, dass das irgendwie so die Gewissheiten sind, die wir so mit uns rumtragen dürfen, so wie das Pausenbrot, das Mama uns geschmiert hat. Schneiden wir uns auf, ja, genau. Finde ich schön. Nehmen wir mit. Am Ende wird alles gut, das war für mich so ein Satz. Das ist einfach schön. Das ist nicht immer ganz intuitiv, das so zu denken. Nee. Aber es ist so, also am Ende wird alles gut. Mhm. Ostern ist ja auch nicht allzu lange her. Wenn du den Ostergottesdienst noch nicht geschaut hast, schau ihn dir gerne noch an. Ja. Jesus zeigt uns, dass es möglich ist, dass am Ende wirklich eben alles gut wird. Ja, und das unterscheidet, finde ich, auch so den christlichen Glauben von vielen anderen Weltanschauungen, keine Ahnung, politischen Ideen und so, dass er eine Hoffnung vermittelt, eine Hoffnung geben will, die halt über diese Welt irgendwie hinausgeht und die man auch selber gar nicht machen kann. Die Hoffnung oder ein Teil dieser Hoffnung halt eben auch darin besteht, dass es nicht in unserer Hand liegt, sondern in der Hand Gottes. Ist entlastend auch, ne? Ja, total. Also, dass wir halt eben die Welt nicht selber retten oder erlösen müssen, sondern dass wir irgendwie, ja, so einstimmen dürfen in das, was Gott halt tut. Weil er es dann letzten Endes am Ende richtet. Ja, voll. Und diese Hoffnung, die verbindet uns. Und in dieser Hoffnung kommen wir zusammen und feiern Gottesdienst. Und in dieser Hoffnung beten wir zu unserem Gott, der uns die Hoffnung schenkt. Lasst uns beten. Guter Gott, du bist ein Gott, der Hoffnung schenkt, der Gutes für uns im Sinn hat. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns vergibst und auch frei machst von Dingen, die uns belasten. Dass du auch ganz nah bei uns bist, wenn Dinge schwierig werden. Danke, dass du mit uns gehst durch das Tal der Tränen. Und danke, dass wir diese großartige Hoffnung haben, dass am Ende alles gut wird. Weil du alles gut machen wirst. Du bist lebendig. Du lebst. Du stehst an unserer Seite. Und wir bringen dir alles, was wir im Sinn haben, was uns durch den Kopf geht, was wir auch an Sorgen haben. Wir legen es vor dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hoffnung, die kann man sich schwierig selbst geben. Und deswegen ist es manchmal total gut und wichtig, dass andere Menschen für dein Anliegen beten. Wenn du das Gefühl hast, dass dir das helfen könnte, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns über deine Nachricht und für dich und mit dir beten zu können. Wir schöpfen Hoffnung, wenn wir beieinander sind, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, aber auch, wenn wir miteinander auf Community-Freizeit fahren. Wir fahren dieses Jahr wieder nach Volkenroda. Das ist eine ganz großartige Sache. Du solltest dich auf jeden Fall anmelden und das nicht verpassen. Sei dabei. Wenn du jetzt diesen Gottesdienst siehst, dann wird der Community-Tag schon, Achtung, Futur 2, gewesen sein. Also, der war gestern, aber jetzt, wo wir das hier aufnehmen, freuen wir uns noch drauf. Aber wir können schon mal sagen, das wird ganz toll gewesen sein. Und wir haben einen Community-Podcast aufgenommen. Der wird in den nächsten Tagen oder Wochen erscheinen. Vergiss deswegen
auf keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren, uns auf Spotify zu folgen, die Glocke zu drücken. Dann verpasst du nicht mehr quasi so unsere Spezialfolge auf dem Kaffee, das Community-Spezial. Da freue ich mich sehr drauf. Und du verpasst auch nicht, wenn wir uns noch auf dem Kaffee treffen. Ja, ganz genau. Wenn du diese Arbeit hier unterstützen möchtest, wir sind darauf angewiesen, dass Menschen gerne geben und uns auch finanziell mit einer Spende unterstützen. Dafür sind wir total dankbar. Wenn dir das am Herzen liegt, dann kannst du auch gerne spenden. Vielen Dank dafür. Lass uns in den Tag starten. Lass uns in diese Woche starten. Unter dem Segen Gottes. Der segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir so groß.
so groß ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß.